In Kapitel 26 aus unserem Osteoporosebuch befassen wir uns mit Bicarbonat. Der Mangel an Bicarbonat ist eine Ursache der Osteoporose. Er ist weit verbreitet, wird aber selten erkannt. Der Mangel führt zu Knochenschwund und auch zu Osteoporose. Der Zustand verschlechtert sich im Alter. Bicarbonat, welche Bedeutung es im Knochen hat und wie es den Säure-Basen-Haushalt reguliert und dass durch einen Proteinkonsum es zu einem Mangel an Bicarbonat kommt. Also die fleischreiche Diät führt letztendlich zu einem Bicarbonatabbau und daher zu einer Störung der Knochen. Natriumüberlastung, Kaliummangel, das sind die Sachen, die mit der Übersäuerung Hand in Hand gehen. Und Natriumbicarbonat zu nehmen ist nicht so gut. Das Citrat ist besser. Wenn Sie mehr über Bicarbonat verstehen wollen, dann lesen Sie diese 16 Seiten als Auskopplung aus unserem Osteoporosebuch, kurz und knapp und unabhängig geschrieben. Unsere Ernährung ist nicht gut genug, denn Bicarbonat wird über falsche Ernährung zu stark abgebaut.